Wie ist die Lage? 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 Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist HVV Switch. Bus, Bahn, Fähre, Car und Ridesharing, alles in einer App. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Andreas Rothe von Equalizent. Ahoi, Andreas. Ahoi. Lieber Andreas, wir sprechen heute über deine Firma Equalizent, die Hörenden Gebärdensprache beibringt oder gehörlosen Menschen auch hier weiterhilft. Corona hat auf so vieles in unserem Leben Einfluss genommen, auch auf Gehörlose oder auf eure Firma. Seid ihr von der Krise betroffen? Ja klar, also jeder ist, glaube ich, davon betroffen. Bei uns ist es so, dass es Equalizent ja schon seit 17 Jahren in Wien gab und dort schon sehr viele Aktivitäten liefen und dass dann eben der Schritt gesetzt wurde, mit einem Social Franchise jetzt auch nach Deutschland zu gehen. Und das wurde vorbereitet, die Ärmel wurden raufgekrempelt und dann soll es so richtig losgehen, 2020. Und dann war Corona und plötzlich konnte man sich nicht mehr treffen, nicht mehr austauschen mit potenziellen Partnern. Das hat dann natürlich schon getroffen, aber auch für unseren Alltag einfach. Ja. Wir bieten Schulungen an für gehörlose Menschen in Gebärdensprache, für berufsvorbereitende Schulungen. Und das findet natürlich normalerweise vor Ort, live vor Ort statt, wo man sich persönlich auch austauschen kann. Wir haben glücklicherweise schon Erfahrungen mit digitalen und hybriden Lösungen gehabt, einfach weil wir uns in die Welt so ein bisschen reingefuchst haben der digitalen Möglichkeiten. Aber hat natürlich bei uns dann auch noch dazu geführt, dass wir da nochmal ganz anders schauen müssten, wie kann man wirklich über Wochen und Monate da so digital tätig sein. Haben sich daraus wie in vielen Bereichen jetzt neue Geschäftsmodelle entwickelt? Es ist einfach eine Ergänzung, die wir jetzt haben. Wir glauben weiterhin, dass das Beste ist, Schulungen vor Ort für gehörlose Menschen in Gebärdensprache. Gebärdensprache ist die Erstsprache von gehörlosen oder tauben Menschen. Und das lässt sich schon am besten vor Ort umsetzen. Also wenn man Gebärdensprache nicht kennt, ist natürlich eine visuelle Sprache. Also ich verwende meine Hände, mein Körper, meine Mimik, alles dazu. Und da ist quasi dann auch der Raum ganz wichtig. Und das ist dann plötzlich etwas schwieriger, wenn man dann in Zoom ist und alles ist 2D. Dann ist das schwierig. Aber natürlich gibt es eben Möglichkeiten dafür. Und das ist jetzt eben so eine Ergänzung dazu, wo wir sagen, gewisse Einheiten kann man auch digital machen, auch den Austausch zwischen den verschiedenen Orten zwischen Wien und Hamburg. Da ist das natürlich jetzt von Vorteil, wenn man nicht jedes Mal reisen muss, testen muss und so weiter. Wie ist denn das im Normalfall, sage ich mal, die Gruppengröße? Kann ich mir da so eine ganze Klasse von 30 Leuten vorstellen? Oder ist das tatsächlich ja auch, ich könnte mir vorstellen, dass das viel intensiver ist und entsprechend die Gruppen kleiner sind, ne? Genau, also viele Gruppen bewegen sich irgendwo so zwischen 6 und 12 Personen. Das ist so eine übliche Gruppengröße, vor allen Dingen bei den Schulungen für Gehörlosen, dass man eben auf die Teilnehmenden individuell eingehen kann, dass man eben auch Austausch haben kann. Generell ist es aber natürlich auch so, es ist eine kleine Gruppe. Gehörlose gibt es nicht wahnsinnig viele. Und dementsprechend ist diese Gruppengröße einerseits natürlich dem Austausch geschuldet, aber andererseits auch, dass das ja eine linguistische Minderheit ist, eine sprachliche Minderheit und für die wir eben Angebote in Gebärdensprache in Hamburg in deutscher Gebärdensprache anbieten. Wie ist denn das für mich, der jetzt Gott sei Dank einigermaßen gehört hat, wenn ich jetzt sage, ich möchte die Gebärdensprache lernen, egal ob ich jetzt sprachtalentiert bin oder nicht, wie schwierig ist das denn am Ende? Also wie weit bin ich denn jetzt so nach einem halben Jahr? Wie kann ich mich da unterhalten im Normalfall? Ja, das hängt ganz davon ab, was man für eine Gebärdensprachschulung macht. Also es gibt ja so die Klassiker, wo man einmal die Woche einen Abend hingeht. Es gibt Intensivschulungen auch, wo man sich wirklich dann durchgehend damit beschäftigt, wo man dann eher das Ziel hat, wirklich vielleicht auch damit zu arbeiten, mit der Gebärdensprache.
Ja, es ist recht abhängig davon, den Vorteil, den du hättest als hörende Person, wenn du mit gehörlosen Menschen kommunizierst, ist, dass die das ja eh schon gelernt haben, mit den Unzulänglichkeiten von uns Hörenden in der Gebärdensprache auch umzugehen. Das heißt, wenn du mal einen Fehler machst oder mal was falsch gebärdest oder die Grammatik verhaust, die eine andere ist als bei uns in der Lautsprache, also im Deutschen, dann sind die da auch nachsichtig und werden dich trotzdem verstehen. Warum habt ihr euch jetzt aus Wien heraus überlegt, Hamburg ist es? Tatsächlich, gibt es da so eine Marktanalyse oder wie stellt man das dann überhaupt fest, wie viele Gehörlose es sind? Gibt es da Informationen von der Krankenkasse oder wie funktioniert das? Ja, das ist so ein bisschen schwierig, ne, weil das natürlich auch datenschutztechnisch man nicht an alle Daten kommt. Ja, ist ja einerseits richtig und wichtig, dass es den Datenschutz gibt. Andererseits ist es halt schwierig, dann zu sagen, es gibt diese Zielgruppe und die hat diesen Bedarf, das dann auch zu zeigen. Da muss man meistens so die Zahlen von verschiedenen Ecken und Enden ein bisschen zusammentragen, über Kontakte zum Gehörlosenbund und ähnliches, über Kontakte in die Community hinein, über Erfahrungen auch von den Partnern, mit denen wir ja zusammen arbeiten in Hamburg. Wir haben das ja nicht, wir sind ja nicht einfach, haben uns nicht hinzugesetzt aus Wien und dann in Hamburg etwas gegründet, sondern arbeiten mit einem bestehenden Partner dort, Ausblick Hamburg, der auch schon eben da in dem Bereich grundsätzlich tätig war, aber noch nicht in der Tiefe. Und dann ist man sich dessen bewusst. Hamburg generell ist eine Großstadt, auch das der umliegende Gebiet. Da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass dass Gehörlose dort sind. Gehörlose zieht es natürlich auch häufig in Zentren, ne? Weil da sind dann viele andere Gehörlose auch, da sind andere Leute, die Gebärdensprache können, da sind generell eher Jobchancen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn ich jetzt immer so über Gehörlose spreche, ist es, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, du machst jetzt ein Interview mit mir als einer hörenden Person. Ich spreche natürlich nicht für taube Menschen. Ne? Taube Menschen können alles. Auch beim Podcast dabei sein übrigens, dann eben mit einem Gebärdensprachdolmetscher. Also vielleicht ist das mal was für die Jubiläumsfolge von Wie ist die Lage, beim 300. oder 500., dass man sagt, probieren wir das mal aus, wie wird eben die visuelle Gebärdensprache dann über einen Dolmetscher in ein Audiomedium übertragen. Genau. Finde ich eine super Idee, verspreche ich dir, werden wir probieren und machen. Jetzt wunderbar. Hier schon mal, finde ich ganz toll. Sag mal, gefühlt ist Deutsch und Österreichisch ja zu 90% identisch, aber ihr müsst ja schon eure Seminare ein wenig unterscheiden, weil wir hier zum Brötchen Brötchen sagen und ich weiß gar nicht, sagt Semmeln in Wien oder was sagt man da? Ja. Also es gibt ja schon, im Bayerischen sagt man Fleischpflanzerl, wie heißt eine Frikadelle in Wien? Weiß ich gar nicht. Das ist ein faschiertes Leibchen. Ah, genau. Siehste. So, also die 10% ja. Habt ihr jetzt, die 10% habt ihr jetzt umschreiben lassen. Nicht, dass genau, ihr hier also den deutschen Gehörlosen jetzt österreichisch beibringt und sie trotzdem nicht vorankommen. Genau, das ist alles auf Deutschland ausgerichtet und im Deutschen, in der Schriftsprache ist es tatsächlich so, das sind nur diese 10%. Ne? Bei uns heißen die Stühle, Sessel und ein Schrank heißt Kasten. Also das ist, unterscheidet sich je nachdem, wo man ist. Aber in der Gebärdensprache ist das tatsächlich noch sehr viel mehr anders. Da ist es eher so, dass ich nur so ungefähr 40% der Vokabeln decken zwischen österreichischer und deutscher Gebärdensprache. Weil eben eine Gebärdensprache ist nicht eine 1:1 Wiedergabe der geschriebenen Sprache oder der gesprochenen Sprache, sondern die hat sich ja historisch auch unterschiedlich entwickelt. Und Deutschland hat da so gewisse Parallelen, zum Beispiel mit Polen. Österreich hängt eher an der französischen Gebärdensprache mit dran. Die Amerikaner hängen auch an den Franzosen. Die Briten machen wieder ihr ganz eigenes Ding. Die Briten haben sogar im Fingeralphabet, mit dem man Fremdwörter und Eigennamen buchstabiert, wirklich so ABC, machen die es ganz anders. Die brauchen zwei Hände. Wir in Europa sind etwas effizienter. Wir verwenden nur eine Hand dafür. Also da sind die Unterschiede wirklich größer. Aber all das, was wir vorbereitet haben, ist natürlich mit deutschen Gehörlosen, mit deutschen Expertinnen, mit deutschen Pädagoginnen auf den deutschen Markt vorbereitet. Also sind ja auch Gebärdensprachvideos Teil von dem, was wir anbieten, den Partnern. Und die sind natürlich alle in DGS, wie wir das abgekürzt nennen, also deutsche Gebärdensprache, nicht ÖGS, also österreichische Gebärdensprache. Viele
Gruppierungen, soziale Gruppierungen sind ja noch mehr an den Rand gedrängt worden in der Corona-Pandemie, weil jeder irgendwie mehr oder weniger ums Überleben gekämpft hat, nicht nur wirtschaftlich. Wie ist das denn bei den Gehörlosen? Also wie habt ihr denn so die, habt ihr auch eine schwindende Lobby bemerkt? Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass erstmal an die allgemeine Bevölkerung so gedacht wird und Spezialgruppen dann immer so ein bisschen später kommen. Für Gehörlose war natürlich am Anfang so ein bisschen das Thema des Mund-Nasen-Schutz der Maske, weil dann Lippenlesen schwieriger wird. Das wurde dann teilweise in den Medien auch sehr stark irgendwie berichtet, wo man sich dann schon fast gedacht hat, ja gut, das ist ein kleiner Punkt, aber es gäbe viele andere Sachen. Zum Beispiel, wir hätten ganz gerne, dass wenn es so eine Corona-Pressekonferenz gibt, dass das auch sofort gleich in Gebärdensprache gedolmetscht wird. Dass also Gehörlose zum gleichen Zeitpunkt Zugang zu der Information haben wie alle anderen auch und nicht warten müssen, bis das später irgendwann in den Abendnachrichten dann wieder aufgenommen wird und da dann eben gedolmetscht wird. Da hat sich, würde ich sagen, was zum Positiven auch verändert. Auch international sieht man immer mehr Gebärdensprachdolmetscher im Fernsehen, gerade bei Pressekonferenzen zum Thema Corona und Ähnlichem. Das hat tatsächlich auch, glaube ich, so ein bisschen zur Bekanntheit von Gebärdensprache nochmal bei hörenden Menschen geführt, sodass auch ja, dann immer wieder mal gefragt wird, wo kann ich es denn lernen und Ähnliches. Spürst du denn im Rahmen der Zusammenarbeit Unterschiede zwischen Hamburg und Wien oder zwischen Deutschland und Österreich? Ja, also kann man schon spüren. Ich selbst bin ja aber so ein bisschen eine hybride Person. Also ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, so halb Norddeutschland, halb NRW. Und dann aber vor vielen Jahren dann auch nach Österreich gezogen. Das heißt, es ist mir beides noch vertraut. Da kann ich noch meistens richtig hin und her schalten und weiß, ob ich jetzt gerade Brötchen oder Semmel sagen muss. Und wie direkt ich gerade mit jemandem sein kann oder eben nicht oder welche Art von Direktheit. Genau, aber natürlich ist es auch so, dass auch das, was wir mitbringen mit dem Equalicent Social Franchise, auch einen Kulturwandel im Unternehmen bedingt, ja, dass man eben sagt, ja, Gebärdensprache ist wichtig. Alle, die eben in diesem Zentrum, also in dem Bereich arbeiten, im Equality and Competence Zentrum, müssen Gebärdensprache können. Also auch die Hörenden, die dort arbeiten. Und das ist eben ganz wichtig, weil wir eben sagen, das ist die beste Möglichkeit für gehörlose Leute, Menschen, Bildung anzubieten. Das heißt, in ihrer Erstsprache, in Gebärdensprache, nicht irgendwie zeitverzögert über Dolmetsch, sondern es sind Schulungen, wo die Teilnehmenden gehörlos sind und die Schule, diejenigen, die die Schulung durchführen, die Trainerinnen, können alle Gebärdensprache, sind meistens eine hörende und eine gehörlose Person drin. Das nennen wir unser Tandem. Die gehörlose Person ist ein Vorbild für die Gehörlosen auch, versteht die Welt der Gehörlosen, die Probleme der Gehörlosen. Und die hörende Person bringt so ein bisschen die Perspektive der Mehrheitsgesellschaft, der hörenden Welt rein, die man ja auch braucht, wenn man dann später zum Beispiel einen Job ja hat, wo höchstwahrscheinlich die Chefin der Chef dann auch hörend ist. Total interessante Einblicke, lieber Andreas, aber trotzdem müssen wir jetzt zum Ende kommen. Und wo wir schon über die Unterschiede sprechen, kommen wir zur Rubrik Top 3. Welche drei Dinge hat Wien, die Hamburg nicht hat? Dein Platz 3. Mein Platz 3. Also auf Platz 3 würde ich natürlich sagen, so ein Equalicent, wie es das schon gibt, weil für eben gehörlose Personen bisher, das startet jetzt und dann verändert sich das. Platz 2. Platz 2 würde ich sagen, Ballkultur. Ja. Wien hat sehr viel Bälle, also eine Tradition. Vom Opernball, der so ein bisschen mehr ne, traditionell spießig ist, bis zum bunten Diversity-Ball, wo wirklich Diversity in allen Facetten von LGBT, von blind, gehörlos, Rollstuhl, Herkunft, alles durchgelebt wird. Das hat, glaube ich, jetzt in Hamburg nicht so Tradition, ne, dass man da wirklich so eine Saison hat. Ja, eingeschränkt. Ich ehrlich gesagt interessiere ich mich auch nicht so sehr für Bälle, eher für Fußball. Aber tatsächlich ist unser Neujahrsempfang Ahoi, würde ich jetzt nicht als Ball bezeichnen, aber sonst hätte ich den Finger gehoben, weil mit Ahoi haben wir schon eine tolle Veranstaltung. Aber es gibt durchaus noch ein paar. Also die Jura-Leute werden jetzt den Finger heben und dann gibt es den Ball über den Wolken und so weiter. Aber ich glaube schon, dass von der Qualität her Wien da die Nase vorne hat. So, und jetzt ist die 1.
Jetzt ist noch die Eins, dann habe ich mir überlegt, naja, was ist denn irgendwie so ein bisschen speziell? Und dann musste ich ein bisschen jetzt überlegen. Aber ich glaube, es ist etwas, was für uns Wiener schon völlig normal ist, aber für andere dann vielleicht überraschend ist. In Wien, in der Donau, haben wir vor rund 30 Jahren eine 21 Kilometer lange künstliche Insel aufgeschüttet. Die Donauinsel, kreativerweise benannt. Und das ist so unser Naherholungsgebiet, so unser Central Park sozusagen von Wien, wo man dann auch zum Baden hingeht. Und das gibt es hier dann so in dem Sinne nicht, aber natürlich auch, weil man in Hamburg eh schnell am Wasser ist und dann auch schnell irgendwie an die Nordsee fahren kann und so. Genau. Finde ich aber einen guten Ansatz. Also ja. Könnten die Stadtoberen ja mal drüber nachdenken. Lieber Andreas, herzlichen Dank für die tollen Auskünfte über Equalizent. Kann man nochmal nachgoogeln und bei Interesse sich natürlich bei euch melden. Herzlichen Dank und Ahoi. Ahoi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.